Der Bitcoin hat dieses Jahr einen enormen Höhenflug erlebt. Was sind denn jetzt realistische Ziele für 2021 und warum könnte Indien den Stecker ziehen? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, grüß dich. Grüße dich, Manuel. Hi. Ja, der Bitcoin ist ja enorm dieses Jahr gestiegen, bis zu 62.000 Dollar. Was sind denn da die fundamentalen Treiber? Ja, auf der einen Seite sind es die historischen Liquiditätsschwemmen der Notenbanken und natürlich auch, dass der Bitcoin last but not least auch irgendwie letztendlich an der Wall Street angekommen ist. Sprich, größere Firmen, Institutionen beschäftigen sich verstärkt eben mit Kryptowährungen. Es gibt natürlich schon seit Jahren unter anderem einen Bitcoin-Future, man kann Bitcoin-Optionen handeln und natürlich auch ein weiteres großes Thema in diesem Jahr und aktuell auch an der Wall Street eben, kommt ein Bitcoin-ETF. Also es sind weiterhin viele fundamentale Gründe, auch nicht zuletzt der Einstieg des E-Autobauers Teslas in die Kryptowährung, also weiterhin viel, viel Auftrieb und ja, wichtig ist natürlich, Hiobsbotschaften, also Negativschlagzeilen, bleiben überwiegend erstmal aus. Du hast die Notenbanken schon angesprochen. Welche Rolle spielen denn EZB und FED? Ja, in meinen Augen eigentlich die größte Rolle, denn Anleger suchen hier weiterhin eine Hedge-Funktion. Das heißt, man versucht sich vor dem Hintergrund der historischen fulminanten Liquiditätsschwemmen der Notenbanken FED und EZB abzusichern, vor allen Dingen gegen Währungsrisiken. Das haben wir zuletzt natürlich auch sehr besonders gesehen an den 10-jährigen US-Staatsanleihen, welche mittlerweile auf ein 14-Monats-Hoch gestiegen sind. Also die Furcht vor einer Inflation, die ist da, dies und jenseits des Atlantiks. Und ja, hier sucht man einen vermeintlich sicheren Hafen, eine Art Fluchtweg, Fluchtwährung in Bitcoin und Co. Es gibt ja immer mal wieder Diskussionen, ob der Bitcoin verboten werden könnte. Jetzt hört man, dass Indien, so eine große Volkswirtschaft, darüber nachdenkt, das Mining, das Handeln, das Halten von Bitcoin zu verbieten, ja sogar unter Gefängnisstrafe zu stellen. Was ist da los? Kann das wirklich passieren? Ja, tatsächlich. Also das Gesetz gilt als so gut wie sicher in den kommenden Wochen, Monaten. Man weiß es natürlich nicht genau, aber wahrscheinlich wird es in diesem Jahr noch durchgewunken, zumindest in der Theorie. In der Praxis ist natürlich durchaus ein Fragezeichen dahinter zu setzen, wenn, gut oder tatsächlich lässt sich eben dieses Verbot auch durchsetzen. Ich gehe davon aus, dass Bitcoin-Miner oder auch Bitcoin-Investoren wahrscheinlich eben ins Ausland wandern werden. Man wird immer irgendwie ein Schlupfloch oder einen Ausweg eben finden. Und letztendlich stellt sich hier die Frage, wie nachhaltig ist dieses Verbot tatsächlich? Also kurzfristig haben wir das zumindest in den letzten Tagen gesehen, dass so ein derartiges Verbotsszenario doch durchaus Belastungspotenzial auslösen kann, ja, aber ich gehe eher davon aus, dass die größeren Risiken und Probleme kommen werden, wenn eben weitere wichtige Volkswirtschaften ja doch hier dem Beispiel Indiens folgen sollten. Ja, ich sehe das Szenario eher als unwahrscheinlich aktuell ein. Kurzfristig kann es durchaus für Probleme sorgen an den Märkten, aber langfristig glaube ich, dass man hier dem Ganzen ja doch nicht irgendwie dann gewachsen ist, auch wirklich die Verbote umzusetzen. Denn Händler finden am Ende des Tages immer irgendwie einen Weg, an Bitcoin und Co. heranzukommen. Wenn wir auf die vergangenen Jahre schauen, hatte Bitcoin ja doch enorme Kursschwankungen. Wenn wir auf dieses Jahr schauen, gibt es zwar auch immer mal wieder so Aufs und Abs, aber die sind nicht so extrem. Wo könnte denn der Bitcoin Ende des Jahres dann liegen? Ja, das ist der springende Punkt. Die Kursschwankungen sind tatsächlich aktuell nicht so extrem im Vergleich zum Jahreswechsel 2017, 2018. Und das spricht für mich für eine sehr, sehr robuste relative Stärke. Ja, das heißt, kleinere Rücksetzer, ich spreche hier von 15-20%, welche eher als klein zu bewerten sind, zumindest in der Welt von Kryptowährungen, von Bitcoin und Co., werden prompt als Wiedereinstiegsgelegenheit in den Markt erachtet. Und das spricht weiterhin ja wirklich für einen, sage ich mal, Heißhunger auf Kryptowährung, welcher jetzt ein bisschen nachgelassen hat, selbstverständlich. Aber
immer noch irgendwie da ist. Und befeuert wird ja weiterhin natürlich durch große Institutionen, nicht zuletzt aber auch durch Privatanleger. Und ich glaube, dass die Reise doch weitergehen wird, beziehungsweise weitergehen könnte in diesem Jahr. Auf der Oberseite sehe ich nach wie vor das Niveau von 70.000 als durchaus realistisch an. Eine sechsstellige Zahl, also ein sechsstelliges Preisniveau. Klar, wieso nicht? Durchaus auch am Ende des Jahres möglich. Soweit würde ich mich aber noch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich halte eher so die 70, irgendwas zwischen 60 und 70.000 Dollar durchaus erstmal für realistisch, zumindest mittelfristig. Und dann eben müssen wir uns auch aus Anlegersicht, klar, immer mit der Gegenseite auch beschäftigen. Also, dass der Kurs eben auch mal prompt abrutschen kann, auch mal korrigieren kann. Zwischen 25% und 30% am Tag ist keine Seltenheit und kann eben auch jederzeit passieren. Denn die Abwärtsrisiken bleiben da, vor allen Dingen im Hinblick auf eine mögliche Regulierung. Die Angst, dass eben die neue US-Regierung, vor allen Dingen die neue US-Finanzministerin Janet Yellen, hier den Regulierungsgürtel zu eng schneiden könnte, ja, könnte eben auch dann hier ja, der Branche die Luft womöglich zum Atmen nehmen. Also ein durchaus hohes Risiko im Jahr 2021, aber eben auch gleichzeitig weiterhin die Chance, dass die Kurse durchaus steigen können, denn die Coronavirus-Pandemie wütet weiterhin dies und jenseits des Atlantiks und vor allen Dingen die Notenbanker Schützenhilfe ist weiterhin da und ein Ende ist nicht in Sicht. Ja, und wenn du die USA ansprichst, es gilt ja auch sozusagen als Mainstream-Akzeptanz, wenn in den USA ein Bitcoin-ETF aufgelegt werden würde. Ist das schon in der Mache? Ja, absolut. Also ein Bitcoin-ETF auf US-amerikanischem Grund und Boden gilt eigentlich als der Dosenöffner, als der Eisbrecher für die Mainstream-Akzeptanz. Und die Chancen stehen sehr, sehr gut, denn unter der neuen US-Regierung, unter Joe Biden, gibt es eben auch einen neuen Chairman, den wird es geben, der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC, welcher eher als kryptofreundlich gestimmt ist. Und das nährt aktuell eben auch die Hoffnung, dass man hier grünes Licht eben bekommt, dass die Anbieter grünes Licht erhalten, welche einen besagten Fonds auflegen möchten, denn die Anträge stapeln sich mittlerweile in den Schubladen der SEC und ich glaube, dass man hier ja doch eine wirkliche Welle sehen wird an Zulassung, nicht nur in den USA, sondern auch eben auch in Europa. Und ich denke, dass wir dieses Jahr, also im Jahr 2021, noch einen ETF, einen Bitcoin-ETF, einen kryptospezifischen ETF in den USA sehen werden. Sagt der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, vielen Dank für diesen Einblick nach Frankfurt. Ich danke dir, Dankeschön. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Informationen gibt's noch auf ig.com. Dankeschön und alles Gute, bis nächste Woche.